Hallo, liebe Leute, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der CD Show. Ich bin CD Sedican. Und heute, meine Gäste des Tages sind zwei Leute aus Oldenburg und Wilhelmshaven. Lena und Wilma. Und wir wollen auf jeden Fall heute, unser Thema ist Engagement und Antirassismus zu sein. Herzlich willkommen, ihr beiden. Vielen Dank. Danke für die Einladung. Gerne, gerne. Und fangen wir mal mit Wilma. Wilma, können Sie vor die Zuschauer? Also, du darfst gerne du sagen. Okay, danke schön. Kannst du die vor die Zuschauer kurz also vorstellen, wer genau Wilma ist und was macht Wilma? Ja, mache ich gerne. Also mein Name ist Wilma Niari. Ich komme ursprünglich aus Frankfurt am Main. Bin 2016 nach Wilhelmshaven gezogen, weil ich es dort sehr, sehr schön fand an der Küste und lebe seitdem da. Bin politisch, aktivistisch seit meiner Jugend aktiv. Also von daher kann ich es nur begrüßen, wenn junge Menschen sich politisch engagieren. Ich bin Aktivistin und weiß, dass es wichtig ist, aktiv politisch seine Stimme zu erheben. Und ja, deswegen sitzen wir auch hier, weil wir einfach gucken, wie können wir Dekolonialisierung hier vor Ort in Niedersachsen erreichen. Ich bin bei Die Urbane eine Hip-Hop-Partei und aus dieser Arbeit heraus hat sich dann auch mein Engagement weit über die Partei hinaus, es ist begründet darin. Und bin zweifache Oma, das heißt für die nachfolgenden Generationen ist es mir wichtig, auch was zu tun. Und jetzt werde ich bald 60 und hoffe, dass ich nicht mehr so lange aktiv sein muss, aber es ist mir wichtig, dass die jungen Menschen da unterstützt werden, noch von alten, erfahrenen. Wow, wunderbar. Sie seid jung, aktiv, als Aktivist und Politik aktiv. Das ist unglaublich. Und sind Sie auch also als, was noch, Künstlerin? Ja, also das stimmt tatsächlich. Deswegen war ich ja schon mal da, ja, in der CD Show. Es ist tatsächlich so, also ich mache Kunst und das auch seit meiner Jugend, 14, 15, ein bisschen davor auch schon angefangen, aber so richtig intensiv seit 14, 15. Und jetzt mache ich Fotografien, Handyfotografien. Eine Dauerausstellung hängt im Klinikum Oldenburg von mir. Das sind Fotos, großformatige Bilder, die ich mache. Strukturfotos, Gegenstände, alte Strukturen mit neuen Strukturen. Ja, ist so. Kreativ, auf jeden Fall. Ja. Wunderbar. Ist der Ausgleich. Bevor wir zu Lieden zu gehen, ich wollte noch kurz fragen, sind Sie auch hier in Deutschland geboren oder sind Sie auch nach Deutschland, als Sie jung waren? Das ist eine gute Frage. Also ich bezeichne mich selber als schwarze Deutsche. Ich bin hier in Deutschland geboren. Ich bin in Frankfurt am Main geboren und da auch groß geworden, aufgewachsen und schwarze Deutsche. Ja, nice. Dankeschön. Dann kommen wir zu Lena. Lena, können Sie vor die Zuschauer auch ein bisschen kurz vorstellen, wer Lena ist und was machen Sie denn? Ja, ich kann an vieles anschließen, was Wilma schon gesagt hat. Ich würde mich auch selber als Schwarz-Deutsche bezeichnen und habe auch immer gesagt, ich bin Deutsch-Kamerunerin. Also ich bin in Kamerun geboren, meine Mutter ist Deutsche, mein Vater Kameruner entsprechend. Und ich bin mit 8 Jahren nach Deutschland gekommen, sprach sehr wenig Deutsch. Habe aber dann sehr gut natürlich auch die Sprache lernen können, auch durch die Unterstützung meiner Lehrerin. Mhm. So, und das hat auch, spielt eine Rolle für mich, deswegen erzähle ich das jetzt auch. Das ist auch so, auch wenn ich quasi allen Kindern so eine Lehrerin wünsche, ist doch da ein struktureller Fehler oder ein Problem. So, dass halt die Kinder so diese Unterstützung brauchen. Und das hat mich letztendlich zur Politik geführt, so wie Wilma. Ich habe verschiedene Dinge gemacht, aber Bildungsarbeit spielte immer eine Rolle. Und ich bin jetzt gerade beruflich an der Uni Oldenburg tätig, wo ich in der Lehrerinnenausbildung bin. Und parallel bin ich bei den Grünen aktiv, bin dort Landtagskandidatin jetzt für die kommende Wahl im Oktober.
Und seit 2014 bin ich bei den Grünen und habe damals auch im Vorstand gearbeitet. Und das Thema Rassismuskritik und Strukturen spielten immer eine Rolle. Also es drehte sich immer für mich darum, zu gucken, wie kann Rassismus in verschiedenen Strukturen abgebaut werden, insbesondere im Bildungswesen, weil, wie gesagt, es gibt viel Diskriminierung, viel Rassismus, was nicht so offen ist, aber durchaus latent da ist. Und das war auch meine Motivation, jetzt mich auch für die Grünen als Kandidatin aufzustellen, weil ich finde, die Repräsentation von Migrantinnen, von BIPOC, das fehlt halt in der Politik. Ja, ja, ganz massiv. Deswegen kann ich es nur begrüßen, dass du kandidierst. Das ist ja kein leichtes Unterfangen, weil man da auch sehr oft angefeindet wird für die Position, die man vertritt, gerade als schwarze Frau, wo man am meisten angefeindet wird auch und die Anfeindung ganz klar auch zu spüren bekommt, auch wenn man alleinerziehende Mutter ist. Ich war damals alleinerziehende Mutter, meine Tochter ist jetzt groß, aber ich weiß, was das heißt, weil ich auch mal kandidiert hatte für den Landtag für die Grünen und von daher finde ich das sehr, sehr mutig, das auch zu tun, politisch ganz offen damit umzugehen und das auch klar einzufordern, dass mehr Sichtbarkeit von schwarzen Menschen in der Politik absolut vonnöten ist. Das sieht man am Bundestag und das ist sowas von immens wichtig, diese Position auch klar und deutlich zu vertreten. Also von daher herzlichen Glückwunsch für die Kandidatur. Dankeschön. Ja, auch da haben wir eine Gemeinsamkeit, was wir mal schon sagte. Ich bin auch alleinerziehende Mutter, ich kenne das auch und ich kenne die Nöte auch, wie das ist, auch das Spannungsfeld natürlich zwischen Berufstätigkeit und Familie und auch Kinderbetreuung, aber auch so die Gefahr natürlich in Armut zu geraten, also hohes Armutsrisiko von Alleinerziehenden. Und all das sind ja Themen, über die wir heute sprechen wollen. Auf jeden Fall. Also als wenn man Eltern ist, also zusammenzuarbeiten, ist auch nicht einfacher. Auf jeden Fall. Und erstmal Glückwunsch. Für deine Position und zwar auch heute ist dein Geburtstag und auf jeden Fall würde ich Glückwunsch sagen. Dankeschön. Ja. Genau. Es würde mich interessant, was ist für dich, also in dieser Position zu sein, in der Politik so aktiv zu sein und auch solche Positionen zu haben, was würden Sie jetzt gerne mit den Chancen zu nutzen, als du jetzt gerade in den Grünen aktiv? Ja, ich möchte in die Politik gehen, um vor allem auch im Bildungsbereich Dinge zu ändern, weil ich finde, zum einen brauchen wir eine Antidiskriminierungsstelle für Schulen auch insbesondere. Wir brauchen aber auch eine diversitätsorientierte LehrerInnenbildung, also dass die LehrerInnen geschult sind und gut mit Kindern umgehen können, damit Kinder eine diskriminierungsarme Bildung erfahren und entsprechend ihrer Potenziale gefördert werden. Also heute haben wir ja das Modell der Ganztagsschulen auch und die Kinder verbringen den ganzen Tag an einem Ort. Das heißt, sie müssen auch einen gewissen geschützten Rahmen haben. Und ich glaube, dieser Rahmen jetzt aus pädagogischer Sicht ist einfach ganz, ganz wichtig, dass der halt so diskriminierungsfrei wie möglich ist. Und das heißt, man muss die LehrerInnen auch dort wirklich gut, ein gutes Fundament mitbekommen, dass sie rassistische und diskriminierende Strukturen erkennen. Das ist nämlich nicht immer so einfach. Es reicht nicht aus, sich ein Schild an die Schule zu kleben, rassismusfreie Schule, wie das jetzt bundesweit ja angestrebt wird. Da gehört noch viel, viel mehr dazu. Es müssen Standards her in diesen Ausbildungsbereichen, aber auch in vielen anderen Bereichen in der Gesellschaft, finde ich. Ja, klar. Entschuldigung, dass ich dazwischen... Nein, total gerne. Ich glaube, wir ergänzen uns da total. Ja, genau. Also das darf auf jeden Fall... Das ist wichtig, dass wir das ergänzen können. Und, ja, weil das ist für uns wichtig. Und in dem Moment ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir unsere Stimmen nutzen. Und auch sagen, was wir denken, ist wichtig. Und Sie meinte, dass Sie jetzt wollten auch diese Struktur so haben und da die Position zu nutzen und Rassismus, Kritik und auch Leute ein bisschen publiken, dass die sehen, was ist jetzt los hier in der Schule auch. Ja. Und jetzt... wenn ich fragen darf, Sie waren auch lange hier in Deutschland. Und wenn man das sieht, das ist vorher und jetzt, ist das, was sehr viel geändert hat, wenn es geht mit Rassismus zum Beispiel?
Ah, ja und nein. Also ich würde sagen, es gibt so eine paradoxe Gleichzeitigkeit. Es gibt mehr Bewusstsein über Rassismus, was Rassismus ist und über die Wirkweisen. Ja. Und gleichzeitig finde ich, es gibt so ein Rollback quasi, so ein Wiedererstarken von völkischem, nationalen Denken, solche Sachen. Also es ist beides. Ne? Ich würde nicht sagen, dass Diskriminierung per se abgebaut ist, sondern es gibt irgendwie beides. Und die Diskriminierung und Rassismus, das verschiebt sich. Es ist jetzt latenter, es ist nicht so offen, aber wir merken das in der Berichterstattung, in bestimmten Worten. Es verkleidet sich. Rassismus verkleidet sich sehr gerne und es ist halt schwierig, dem auf den Grund zu gehen. So, und deswegen finde ich, ist es total schwierig. Und ich hatte vor kurzem mit einer jungen Frau gesprochen, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat, wie ich gemacht habe. Und ich habe eigentlich gedacht, wir sind weiter. Ja. So, dass wir immer noch die Lehrerin brauchen, die engagiert ist. Natürlich brauchen wir das, aber wir brauchen die Strukturen, die per se alle Kinder die Chancen bieten, die gleichen Chancen bieten. Und das ist so dieses Stichwort Chancengerechtigkeit. Ja. Das ist sehr viel die Eltern, die Familie, die da eine Rolle spielt. Und wenn die Kinder diese Unterstützung nicht haben, dann scheitern sie sehr schnell. Ja, und das eigentlich müsste unser System dieses Scheitern oder die familiären Verhältnisse ausgleichen. Aber stattdessen verschlimmert das Schulsystem, so wie das jetzt gerade ist, die Problematik. Also Segregation, Trennung, Diskriminierung, all das. Und mir ist es ein Herzensanliegen, das zu verändern und auch zu sensibilisieren. Ja. Ihr Jahrgang 1962 geboren, also ich werde jetzt 60. Das heißt, ich habe natürlich noch mal eine andere Erfahrung gemacht, was strukturellen Rassismus betrifft, auch innerhalb Deutschlands. Ja? Das heißt, früher wurden die Menschen ganz offen und ganz massiv angefeindet. Man hat eine Sprache zugelassen, die immer herabwürdigend und erniedrigend war. Man hat es zugelassen, dass Menschen wirklich tatsächlich ausgeschlossen worden sind und auch in der Schule ganz klar beiseite geschoben worden ist. Also ich habe darunter noch viel, viel mehr gelitten in meinem Jahrgang, als jetzt zum Beispiel jetzt BPRC. Ja? Ja, also so der Punkt ist halt einfach der, dass ich glaube, dass die Form sich schon ein Stück weit verändert hat. Das ist ja auch organisch, muss man ja auch dazu sagen. Und vor allen Dingen, ich habe mich damals als Kind unheimlich gefreut, wenn ich irgendwann mal einen Schwarzen gesehen habe und einen schwarzen Mensch gesehen habe. Da wusste ich, ich bin nicht alleine auf dem Globus. Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, weil einfach wir uns auch als Gesellschaft geöffnet haben und auch eine Globalisierung haben. Und diese Globalisierung natürlich auch wieder eine andere Form von Rassismen mit sich bringt und eine andere Form von strukturellen Diskriminierungen mit sich bringt. Und das ist halt jetzt, dank der jungen Menschen, ist da schon eine große Sensibilisierung, hat da schon stattgefunden. Und da bin ich auch ganz froh und dankbar drüber, weil die Diskurse sehr vielfältig sind und auch sehr sehr inspirierend, finde ich, auch sind und auch wichtig sind, dass man in allen Facetten versucht zu gucken, wo findet struktureller Rassismus statt, wo findet strukturelle Diskriminierung statt. Das ist ja nur ein Oberbegriff, muss man sagen. Ja. Und der Punkt ist halt einfach, wir merken immer wieder in dem Diskurs, sowohl damals als auch heute, dass die Basis dieser Strukturen letztendlich zu finden sind im Kolonialismus. Also der Kolonialismus ist einer der ausschlaggebenden Kriterien, dass diese Struktur sich verfeinert hat, dass sie in allen Bereichen angelegt worden sind, also sei es administrativ, legislativ, judikativ. Die Sensibilisierung muss noch erfolgen in der heutigen Zeit, weil es ganz klar und offensichtlich ist, dass es dort ist. Und jetzt auch gerade ganz aktuell in den Medien. Ne? Medien berichten nicht darüber, dass schwarze Menschen ganz klar selektiert werden, ausgemustert werden, rausgeholt werden aus der Bundesbahn, jetzt, die studiert haben in der Ukraine. Das finde ich einen Vorgang, der ungeheuerlich ist. Man geht hin, berichtet nicht mehr über all die Menschen, die in anderen Kriegsgebieten zurzeit immer noch zwischen den Grenzen festgehalten werden.
Polen hat wahnsinnige Gelder von der EU bekommen, um einen riesengroßen Zaun an den Grenzen aufzurichten. Darüber redet keiner mehr. Ja. Ja, es wird einfach verschwiegen in den Medien. Und genau da müssen wir hingucken, genau an diesen Sollbruchstellen müssen wir gucken und schauen und das auch offenlegen. Und es wird auch gemacht. Ich finde das unheimlich mutig von jungen Menschen, das auch ganz klar in die Gesellschaft reinzutragen und zu kommunizieren. Ja, das kommen wir auf jeden Fall auch noch dazu, also über die ganzen Dinge in Ukraine und Polen. Aber kommen wir sowieso wieder da. Erstmal, es kommt wieder, was, wo wir waren. Also wir haben noch Struktur gesprochen und für mich ist es auch wichtig, wir haben gesehen, dass ein Arbeitsplatz, eine Schule, Universität, was da hier passiert. Ich habe vorher ein paar Studenten hier eingeladen, die Schwierigkeiten in die Universität gehabt. Mhm. Und die hatten hier ein paar Dinge erzählt, dass man unglaublich, man ist persönlich, ich hab das niemals geglaubt, dass sowas passiert in der Universität. Und solche Dinge sollten nie in Deutschland passieren. Also, das passiert, das ist Alltag. Also, aber das ist Alltag. Ich habe eine Bekannte in Wilhelmshaven, die an der Jade-Hochschule studiert hat, die mir ganz klar erzählt hat, dass wenn sie Arbeitsgruppen machen und bilden und wo sie kollektiv was erarbeiten müssen zu einem gewissen Thema, dass ganz viele sich aus der Arbeitsgruppe wieder ausgeschrieben haben, weil sie schwarz ist. Ja, der sollte alleine. Und solche Dinge passieren und da muss einfach auch eine Sensibilisierung der Studierenden erfolgen. Also, ne? Und da erwarte ich einfach, dass auch Menschen dort einen Schutzraum erfahren und dass halt auch die Professoren sensibilisiert werden, wenn sowas passiert und da auch eine ganz klare Sprache sprechen. Ja. Ja? Ich war geschockt, als ich das gehört habe, aber das ist heute noch gang und gäbe. Was macht ihr? Also Lena, Sie haben auch in der Universität. Ja, es gibt noch eine Organisation, wo man zum Beispiel solche Dinge da ein bisschen, also gucken, wie die Universität da ein bisschen da arbeiten kann. Hat ihr was da zu, gibt es noch eine irgendwo Büro, wo man da solche Probleme gehen und erzählen zum Beispiel? An der Uni selber nicht. Es gibt keine Antirassismusstelle an der Uni jetzt. Es gibt ein Gleichstellungsbüro, aber es gibt jetzt nichts in der Art zum Thema Diskriminierung, Rassismus. Was ich mache, ist ja, ich bin in der LehrerInnenbildung tätig. Das heißt, ich unterrichte angehende LehrerInnen auch über das Thema Rassismus, Kolonialismus, die Zusammenhänge natürlich und auch gehe in Richtung Sensibilisierung. So, es gibt einige Seminare, die in diese Richtung gehen, aber das ist keine feste Struktur. Also, das Problem ist ja einfach, von wem wird es gemacht? Also ich erlebe immer wieder, dass sich auch Bildungsträger abschotten und den Diskurs selber bestimmen wollen. Das heißt, sie gehen hin und sagen, wir haben die Expertise. Und das verschlimmbessert es im Prinzip noch. Also wenn ich mitbekomme, dass dann noch nicht mal jemand weiß, was ein POC ist. Ne? Aber man sagt, wir arbeiten divers. Also dann kann da was nicht stimmen. Ne? Wenn eine rassistische Vokabular permanent wieder reproduziert, also das N-Wort, das M-Wort oder auch Chinesen, ich will es gar nicht reproduzieren, also deswegen sage ich es jetzt auch nicht, aber das sind alles Vorgänge, die müssen aufgedeckt werden und ich erwarte einfach, wenn solche Institutionen antirassistische Arbeit machen, dass sie immer die Expertise auch holen von Menschen, die damit zu tun haben und die davon täglich betroffen sind und die es quasi auf der Haut tragen, um es mal jetzt ganz krass zu sagen, weil es geht zwar nicht um die Haut an sich, sondern es geht darum, was man mit dieser Hautfarbe erlebt. Ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Erlebnisse auch ganz klar der Dominanzgesellschaft kommuniziert und auch darstellt. Und das kann nicht passieren durch der Dominanzgesellschaft selber. Also das funktioniert leider nicht. Ich würde sagen, es braucht beides. Es braucht natürlich die Reflexion auch der Dominanzgesellschaft und auch weiß positionierter Menschen. Mhm. So, und ich bin auch sehr ambivalent, was das angeht, die Betroffenen immer zur Sprache zu holen. Ich glaube, es braucht
es braucht ein gutes Fachwissen dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Ich würde jetzt nicht immer, also ich finde das immer schwierig, weil die Betroffenen müssen sich äußern, müssen dann ihre Berichte, Rassismus, auch. Genau, wieder, so. Und das ist, finde ich, halt immer wieder problematisch. Andererseits braucht es, glaube ich, auch die Schilderung der Betroffenen, um wirklich emotional zu merken, dass da was ist. So, und deswegen bin ich da sehr... Das ist ja nicht nur eine emotionale Geschichte. Also ich denke einfach, wir können es nicht nur auf emotional runterbrechen, sondern wir können es auch ganz klar auf Strukturen runterbrechen. Ja, ne? Es geht mir ja nicht um... Und, klar braucht es Allei und klar braucht es die Mehrheitsgesellschaft, aber letztendlich geht es nur in Kooperation, also mit beiden. In Kooperation. Ne? So, aber erstmal, um überhaupt erstmal das Eis zu brechen, und das ist ja auch wieder eine toxische Situation für die Betroffenen selber, in die sie immer wieder reingeworfen werden, wenn sie von ihren Rassismuserfahrungen berichten. Also das Leben ist anstrengend genug, und wenn du täglich mit Rassismus zu tun hast und mit Mikroaggressionen konfrontiert bist und dann also quasi noch den Auftrag erhältst, antirassistische Arbeit zu betreiben, dann wirst du auch immer wieder dahin zurückgeworfen. Und was ich immer wieder erlebe, ist halt die Tatsache, dass ganz viele erstmal in eine wahnsinnige ablehnende Haltung reingehen. Also unheimlich persönlich das machen und sagen, ich bin nicht rassistisch. Wie kommen Sie dazu? Das, was Sie sagen, ist rassistisch, dass Sie mir unterstellen, dass ich Rassist bin. Also das sind so Reaktionen, die kenne ich aus, also die sind normal. Deswegen finde ich das halt, also ich wollte nicht sagen, es ich wollte sagen, dass es schwierig ist, wenn Betroffene auch nicht geschult sind. Also es braucht ein Fachwissen über Rassismus, und es braucht auf jeden Fall die Kompetenz, das zu machen. Und ich finde das immer schwierig, wie du sagst, geht es dann mal in die Situation, oh, ich bin erstmal keine Rassistin. Also wenn über Rassismus gesprochen wird, steht sofort der Elefant im Raum. Ihr seid rassistisch und wir sind die Betroffenen. So. Und dann gibt es wieder diese Frontenbildung, ihr und wir und so. Und das finde ich halt alles schwierig. Mhm. Und genauso schwierig finde ich, wenn es aber nur kognitives Wissen ist. Also wenn es wirklich nur so auf der Vernunftebene geht, das erreicht dann das Herz nicht. Also es braucht, glaube ich, auf unterschiedlichen Ebenen dieses... Ja, aber es braucht auch eine Zeit. Also man muss es ja auch erstmal verdauen dürfen. Ja, so, Und ich glaube, man muss auch verzeihlich so ein Stück weit sein. Also wenn man so, sag ich mal, so Brasher ist, dann erreicht man das Gegenteil, dann machen die Menschen zu. Und das ist halt immer so ein Balanceakt auch. Mhm. Ne? Das ist so. Also die Menschen müssen auch das Gefühl haben dürfen, dass sie Dinge in einem Rahmen sagen können oder fragen dürfen, ohne dass sie jetzt irgendwie auch selber an den Pranger gestellt werden als weiße Dominanzgesellschaft. Ja? So, und das ist halt so ein Grat, da braucht es eine Professionalität, da bin ich absolut bei dir. Weil, wie gesagt, auch innerhalb einer Community gibt es unterschiedliche Lebensrealitäten. Ja. Und es gibt Menschen, die finden das N-Wort nicht schlimm. Es gibt Menschen, die sind bei der AfD. Das wissen wir. Es sind schwarze Menschen, die bei der AfD sind. Das gibt es auch alles. Also ich finde es immer so witzig, wenn Menschen hingehen und sagen, ja, aber ich habe einen Freund, der sagt, das findet der alles gar nicht so schlimm. Ja. Deswegen wollte ich fragen, was ist mit der ganzen Situation jetzt? Lena, komme ich zu dir? Als du das gesehen im Fernsehen, das, was in Polen und Ukraine passiert, wo die schwarzen Leute oder die Leute mit POC-People nicht mit Zug fahren da dürfen, oder es war sehr schwer und sehr systematisch racist, die ganzen Dinge in Ukraine, wo also Krieg ist. Was wolltest du dazu sagen? Also, ja, es hat mich erstmal sehr betroffen gemacht, dass diese Unterscheidung auch gemacht wurde. Ich finde es gut und wichtig, dass jetzt Europa sich öffnet und sagt, wir nehmen Menschen auf. Aber das Problem, was passiert ist, ist nicht, dass sie gesagt haben, wir nehmen Menschen auf, sondern wir nehmen nur bestimmte Menschen auf. Und andere Menschen nehmen wir nicht auf. Und das hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich finde auch wichtig, das auch zu benennen und zu sagen, da sehen wir kolonialrassistische Kontinuitäten. Denn das sind rassistische Kontinuitäten, die da sind. Wir unterscheiden, es werden Markierungen
Übungen gemacht. Das ist, die einen sind die weißen, blonden Christen, blauäugig, sind unser Kulturkreis. Civilized, und intelligent. Ganz genau. Und, die, und was latent aber gesagt wird, dass die anderen das eben nicht sind. So, und das sind halt diese... Also das finde ich echt in der heutigen Zeit, mit dem Wissen, was wir heute haben, es ist erschreckend. Aber das zeigt auf der anderen Seite, wie tief einmal der Rassismus ist und wie unbewusst der ist. So, wie tief der verankert ist in der Sozialisation. Das tatsächlich, also manchmal habe ich das Gefühl, dass, es trifft beides zu. Einmal eine Unwissenheit, ne? Ja. Und ein Stück weit auch, aber ganz gesteuert und auch ganz gezielt. Also ich glaube, es ist beides da. Und das dürfen wir nicht verkennen. Und ich finde aber, auch gerade wenn du die internationale Medienpräsenz dir mal angehört hast, wie einige Journalisten gesprochen haben darüber, es war entsetzlich. Mhm. Es war entsetzlich und ich war geschockt, dass es solches Vokabular überhaupt noch gab. Aber, ne? Ja. Und da muss man auch ganz klar noch mal dokumentieren und aufzeigen und auch sagen, dass das so nicht geht. Weil die Medien, das ist so für mich die vierte Gewalt innerhalb einer Gesellschaft, weil sie kann schon Einfluss nehmen auf eine gesellschaftliche Empfinden. Ne? Das läuft ja alles natürlich, sehr suggestiv. Und von daher finde ich das halt schon, dass die Medien auch da in der absoluten Verantwortung stehen und sich da nicht aus der Verantwortung rausnehmen dürfen und auch sich selbst kritisch betrachten müssen. Guck dir aber mal jetzt, ich habe mal das Vergnügen gemacht, ich habe mal bei allen Öffentlich-Rechtlichen mir den Rundfunkrat angeguckt, Diversität ist da kleingeschrieben, muss ich ganz klar sagen. Umso wichtiger ist es halt einfach auch diese Strukturen, die ja auch wieder zu Kontinuitäten der Kolonialistenzeit gehört oder der Kolonialzeit, so rum gesagt, dass man das wieder aufdeckt. Ne? Deswegen finde ich es auch so fantastisch, dass wir uns vernetzt haben, um jetzt auch nochmal die Vernetzung darzustellen. Daher kennen wir uns jetzt schon wie lange? Ich weiß es nicht. 2 Jahre, 1 Jahr? 3 Jahre, nein, länger, ja, ein bisschen länger. Aber auf jeden Fall hat uns diese Erfahrungswerte zusammengebracht und wir haben gesagt, wir müssen, also das, was in einer Stadt passiert, passiert auch in der anderen Stadt. Und das, was wir aufbauen, können wir auch in anderen Städten aufbauen. Das heißt, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Und das war so ein Punkt, wo wir gesagt haben, wir haben wenig Menschen, die Lust haben, auch wirklich aktiv zu arbeiten. Und deswegen ist es so wichtig, Netzwerke zu gründen und Netzwerken zu betreiben. Ne? Und zugleich auf unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten. Ja. Also wir haben ja jetzt auch die Ebene der Wissenschaft, der Politik, des Aktivismus jetzt gehabt. So. Und das finde ich total wichtig, dass natürlich die verschiedenen Ebenen zu verbinden, aber auch mit unterschiedlichen Menschen in die verschiedenen Bereiche reinzugehen, weil der Rassismus oder überhaupt Rassismus ist ja ein strukturelles Phänomen, was überall ist. Es gibt keine rassismusfreien Räume, so wie diese Plakette das impliziert. Und deswegen finde ich diese Vernetzung auch total wichtig. Und ich finde es auch total wichtig, Dinge sichtbar zu machen, weil ich glaube, viele Menschen, vielen weißen Menschen ist das gar nicht so bewusst, was die Realität von Schwarzen, von BIPOC ist. Aber gerade der Norden, das ist ja so das Einfallstor, auch eine Seeschifffahrt, Handel, all das hängt ja damit zusammen. Und Oldenburg spielt da eine große Rolle, Bremen spielt eine sehr, sehr große Rolle, Hamburg spielt eine Rolle, Hannover spielt eine Rolle. Alles Handelsstädte im Prinzip, die schon damals Handel betrieben haben, was nachweislich ist. Und es ist so wichtig, auch diese Kontinuitäten aufzuzeigen und einfach auch zu zeigen, wie das Volk, auch der Hereros oder der Namas, gedemütigt worden ist und auch, dass es Genozide gab, auch schon weit vor den Genoziden in der Hitlerzeit an den Juden. Ne? Also da gab es schon im Vorfeld was und da gab es auch rassistische und diskriminierende Strukturen. Und das halt aufzuzeigen und zu sagen, wenn wir von Reparationen sprechen, müssen wir auch genau diese Punkte klar benennen und auch aufzeigen. Ja? Und ich glaube, da muss noch ganz viel geforscht werden und vor allen Dingen viel Gelder auch noch zur Verfügung gestellt werden. Bestimmt. Das möchte ich auch fragen. Ihr arbeitet auch zusammen in einem Projekt mit
Kolonialisierungsstrukturen, glaube ich. Mhm, ist das in Oldenburg? Und wie, was heißt das? Mhm. Das Dekollen haben wir es genannt. Dekoll, Nordwest haben wir es genannt. Genau, genau. Das ist Netzwerk, ne? Genau. Ich glaube, steht genau. auch noch drauf. Ne? Ja. Das ist so der Verbund. Aber in Oldenburg und in Bremen und in Wilhelmshaven gibt es unterschiedliche Arbeitskreise oder Gruppierungen, die zu dem Thema arbeiten, zum Thema Kolonialismus und den Kontinuitäten. Und in Oldenburg hat sich im November, Dezember der Arbeitskreis gegründet. Wir hatten jetzt unsere erste öffentliche Sitzung im Januar, wo wir breit eingeladen haben, Zivilgesellschaft, also Organisationen, Privatmenschen, Institutionen, also Stadt Oldenburg, Museen und so weiter, die gerne mit dem Thema auch sich beschäftigen möchten und dazu zu arbeiten. Und es gibt einmal den Wunsch, eine Vernetzung herzustellen, aber es gibt auch die konkrete Möglichkeit, bei Werkstattfilm in den Projekten mitzuarbeiten. Also es sind zwei Sachen, die es in Oldenburg gibt. Einmal die Projekte von Werkstattfilm, wo zum Thema Kolonialismus und Oldenburger Spuren gearbeitet wird. Und dann diese Vernetzungsplattform und das Netzwerk von den verschiedenen Organisationen. Und das war ganz interessant. Wilma hatte das so bei mir innerlich angestoßen und wir hatten dazu gesprochen. Ja, genau, weil wir schon den Prozess letztes Jahr gestartet hatten. Genau. Also wir, meine ich, ich bin hingegangen als Zivilistin und Aktivistin und habe einfach die Museen in Wilhelmshaven angesprochen, unter anderem das Deutsche Marinemuseum und auch das Küstenmuseum, und habe gefragt, ob sie sich vorstellen können, in dem Diskurs mit einzusteigen, was Kolonialismus und die Rolle der Marine zum Beispiel oder der Bundeswehr oder auch die Rolle der hiesigen Bevölkerung, die ja auch im Küstenmuseum zu sehen ist. Und wir haben eine ganz klare Geschichte, und die klare Geschichte ist, dass Wilhelmshaven eine Dependance in Tsingtau hat, dass es einen Boxeraufstand gab, dass es dort Kolonien gab und das auch ein Traumata verursacht hat, auch bei der weißen Dominanzgesellschaft, muss man auch sagen. Also auch da gab es durch kriegerische Auseinandersetzungen Traumata, die genauso aufgearbeitet werden müssen wie die der Hereros und der Namas aus Südostafrika. Ne? Also das sind ganz wichtige Dinge, die da passieren müssen, und wo wir auch letztendlich über Rückgaben sprechen, über Reparationen sprechen, all die Dinge, die ganz, ganz wichtig sind. Und der Diskurs bei uns, und da bin ich echt richtig fasziniert von, der ist sehr weit. Die Bereitschaft war sehr groß. Wir sind so im Schnitt immer zwischen 15 und 20 Leuten, die sich regelmäßig treffen und die auch Projekte anschieben. Ein Projekt ist jetzt zum Beispiel die Home Story, die wir hierher geholt haben. Es ist eine Ausstellung, die schwarze Geschichte zeigt in Deutschland über ein Jahrhundert lang, kann man sagen, oder noch länger sogar. Die Bobe ist dabei und der erste schwarze Berliner U-Bahn-Fahrer. Und da gibt es noch etliche andere Biografien, die es gilt auch zu erspüren und zu erforschen und da auch noch mal genau hinzugucken, die teilweise ja auch über die Völker schon hierher kamen, siehe Hagenbeck und so weiter und so fort. Und all das ist so ganz wahnsinnig wichtig, und da braucht es Zeit und es braucht Geld und auch gute Vernetzung. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in Wilhelmshaven den Dr. Oberdick eingeladen, der dann berichtet hat, wie es in Hamburg war und was sie in Hamburg gemacht haben. Und es ist ein reich gedeckter Tisch, an dem eigentlich im Prinzip alle Institutionen von Gesellschaften teilnehmen sollten. Unbedingt. Und Ohne den geht es nicht. Das war die Grund, dass ihr wollt quasi solche Institutionen hier haben, in Oldenburg und Wilhelmshaven, ne? Genau. In Oldenburg zum Beispiel gab es auf der Dobbenwiese auch eine Völkerschau, wo Menschen, wo es einen Menschenzoo gab, wo Menschen ausgestellt wurden. Und das wissen, glaube ich, viele gar nicht. Sondern heute ist die Dobbenwiese so ein Freizeitort und man kennt gar nicht die Geschichte, was da passiert ist. So, und deswegen ist es für uns total wichtig, das aufzuarbeiten und das nochmal zu thematisieren. Ja. Und das, finde ich, gehört auch zu einer kritischen Erinnerungskultur dazu. Und deswegen haben wir uns da auch vernetzt, bei auch uns, mit Bremen. Genau, bei uns gibt es eine Gedenktafel in der Christus- und Garnisonskirche, so nennt sie sich, glaube ich. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wo eine Gedenktafel über die... Wir haben nur eine Minute, ne? Wenn du das kurz summarisieren kannst. Ja, also
Gedenktafel, die auch aus der Sicht der Perspektive von schwarzen Hereros und Namas nochmal aufgezeigt worden ist. Und die waren da echt schon sehr, sehr weit, die Kirche dort vor Ort, weil wir dort auch einen Pastor hatten namens Ronneberger, der ganz gerne auch wieder die Kolonialzeit wieder hergeholt hätte und zurückgeholt hätte. Also diese Bewegung gab es einfach. Und dann wurden aus etlichen Museen halt Artefakte reingeholt. Und man weiß noch nicht mal, woher die kommen und woher die stammen. Und das alleine aufzuarbeiten, das bedarf Zeit und auch, wie gesagt, Förderung. Ja, hast du was? Es gibt die Möglichkeit, halt in diesen Netzwerken mitzuarbeiten. Richtig. Und das wäre total toll, wenn Menschen, die Interesse haben, aus unterschiedlichen Positionen und Standorten und Perspektiven, wirklich an diesen Netzwerken mitarbeiten, damit wir wirklich ein großes Spektrum an Perspektiven ja. haben. Das ja. muss auch so sein, weil es ist ein Diskurs, den können Schwarze nicht alleine führen. Also, geht ja. nicht. Schwierig. Und wenn man euch kontaktieren möchte? Ja, es gibt die Webseite oder auf Facebook findet man den Arbeitskreis Koloniale Kontinuitäten Oldenburg oder über Werkstattfilm wäre da eine Möglichkeit. Ja. Und bei uns ist es so, dass ich ein bundesweites eine Gruppe gegründet habe. Das nennt sich whv-wilhelmshaven@web.de. Das ist tatsächlich so die Facebook-Seite ist auch die E-Mail-Adresse und da kann man sich anfragen. Es ist eine offene Gruppe und da kann man sich austauschen und ich bin immer froh, wenn Menschen sich daran beteiligen. An alles klar. Liebe Leute, wenn jemand Interesse hat, mit die zwei großartigen Kollegen mitzuarbeiten in diesem Sunes-Projekt, dann gerne einfach so melden. Und liebe, ich möchte auch noch sagen, dass ihr macht sehr, sehr, sehr großartige Arbeit. Und vielen lieben Dank, dass ihr hier seid. Danke, dass wir hier sind. Dank, dass wir eingeladen worden sind. Ja, genau, so, thank you so very much, guys. This is the end of the program. It was an interesting show, but unfortunately we are out of time. See you next time.